Okay, ich glaube, sonst gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr. Ich gehe nochmal zurück ins Dorf. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich. Moment, betrachte das Haus des Handwerkers. Ja, kennen wir schon. Aber dass wir jetzt tatsächlich aus diesem Regal hier irgendwas Tolles kaufen können. Auch ohne Angst wird er die Waren nicht so bald loswerden. Im Umkreis von Meilen wohnen nur Herr Whale, Graf Schreck und Miss Kiki. Und zumindest letztere schien vom Angebot nicht sehr angetan zu sein. Ach, endlich wissen wir den Namen von der Dame, Miss Kiki. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Okay, quatschen wir ihn Hallo, Herr mal an. Bürgermeister. Hallo, Herr Wett. Hallo. Wie lebt es sich ohne Angst? Und? Wie geht es Ihnen so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Düsterdorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Nun, Wie klingt das? nicht gut. Weiß nicht. Wie wäre es, wenn Sie meinen Freunden eines der Häuser verkaufen würden? Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in null Komma nichts wieder auf Vordermann bringen. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten, Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Tun Sie das. Ach, Wilbur, du bist so ein Guter. Verkaufen Sie auch Lebensmittel? Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Ach, Manu. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Ach, Mann. Naja, Öl habe ich. Einige Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne Ja, her glänzen. damit. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Oh Mann, okay. Danke. Wow, cool. Wissen Sie, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Hab ja nur gefragt. Jetzt muckt der voll Ich auf. denke, ich gehe dann mal weiter. Wie geht es, Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Aber die beiden lieben sich doch. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Tch. Ach, schön. Gut, wir haben also Öl. Oh, altes Öl in einer Flasche, die einem sehr bekannten Parfüm sehr ähnlich sieht. Ich weiß nicht genau, was für ein Öl das ist, und ich weiß auch nicht, ob es schmeckt. Ich weiß nur, dass es die Muskeln von Kriegern glänzen lässt. Ja, das ist wahrscheinlich Öl von Jean-Paul Gaultier. So sieht zumindest die Flasche aus. So, könnten wir hier noch was mitnehmen? Betrachte die Waren. Ist da noch irgendwas, was wir uns klauen Ob ich mir können? ein Andenken kaufen soll? Nein. Meine Taschen sind eh immer schon so voll. Okay. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch tatsächlich schon das meiste Hallo? Muss mich getäuscht haben. Nein, das hast du nicht, Wilbur. So, ich bin jetzt nur noch mal hier hingegangen, damit ich
Schnell zurück zum Schloss kann. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr in den Wald müssen. Da war vorhin nichts, was wir... Hallo? Hallo? Wer ist da? Ah, Meister Alistair? Das ist ja wie bei Pretty Little Liars. Kennt ihr die Serie? Voll lustig mit dem A. Meister Alistair, darauf falle ich nicht erneut rein, Munkus. Ja, wer weiß. Hallo? Ich habe keine Angst. Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über irgendeiner Zeichnung. Ich verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Erzmagier? Meister Alistair? Er ist weg. War es tatsächlich der Erzmagier? Oder aber doch, Munkus? Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Natürlich, er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Naja. Ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Bitte was? Der Erzmagier beherrscht alle möglichen Tricks. Vielleicht kann er seinen Geist von seinem Körper trennen. Und jetzt soll ich seinen Geist rufen, weil er momentan zu schwach ist, um auf andere Art und Weise zu erscheinen. Geisterbeschwörung, das sollte doch nicht so schwierig sein. Naja, wer weiß, und dann beschwören wir den Munkus? Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören, anlocken, ihm einen Weg hierher zeigen. Ich sollte es sofort versuchen. Der Erzmagier ist sehr schlau und sehr mächtig. Vielleicht kann er mir bei meinen anderen Problemen helfen. Na, ich weiß ja nicht. Sagt er ich noch was? Den Geist, ach, okay. Ich soll... Okay, nimm das schwere Tuch. Okay. Ah, Moment mal. Ich hab eine Idee. Vielleicht können wir das Tuch als Tischdecke benutzen. Yay! Das sollte gehen. Das sieht doch schon viel besser aus. Sieht doch schick aus. Ja, so, jetzt noch das Öl drüber. Öl ist Öl. Ja, passt schon. Fehlt nur noch Essig. Ach so, Essig brauchen wir jetzt tatsächlich auch. Okay. Und was ist mit Maden? Oder doch lieber das Würstchen? Mir wäre ein anständiges Bratwürstchen auch lieber als ein Salat. Aber der Graf hat explizit einen Salat mit Hähnchenbrust bestellt. Und als Hähnchenbrust geht die Bratwurst nun wirklich nicht durch. Und die Maden? Bestes Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Alter. Krass. So, und die Wurst vielleicht in den Napf? Nee. Spieße die Wurst auf den Stock? Was? Ich habe das Würstchen oben auf die Spitze des Stabes gesteckt. Ich muss mich beherrschen, nicht einfach reinzubeißen. Es riecht verführerisch. Okay, damit müssen wir jemanden wahrscheinlich anlocken. Vielleicht Erzmagier Alistair. Ich habe keine Ahnung, wir haben immer noch ein bisschen Öl. Ich weiß nicht genau, was für ein Öl das... Okay, können wir das noch da reinfüllen? Nee. Okay, wir brauchen definitiv noch Essig. Und wir haben hier nach wie vor die Räucherstäbchen. Räucherstäbchen? Ja, die hätte ich in einem... Andererseits... Die können wir nicht mitnehmen, aber früher oder später werden sie wichtig, anscheinend. Ja, mit dem Napf, das ist auch Quatsch. Würstchen ist auch Quatsch. Ich glaube, ich werde ihn nochmal... Ach, ich habe ja auch eine Schnellreisefunktion. Bin ich doof, ne? Habe ich die ganze Zeit nicht genutzt. Ich werde ihn nochmal ansprechen. Herr Graf? Ja, Igor? Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte gut mit Ihnen meint? Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte es gut mit Ihnen meint? Das werden wir heute Nacht erfahren, nicht wahr? Oh ja, hoffentlich.
Ich möchte keine Gerüchte verbreiten, aber Herr Whale aus dem Dorf, er meint, Miss Kiki könnte es eventuell auch auf etwas anderes als Liebe abgesehen haben. Oh, das habe ich auch. Ja, aber ich meine nicht Freundschaft und Fürsorge. Ach, Wilbur. Sie wird nicht die erste Miss Schreck sein, Igor. Und vermutlich auch nicht die letzte. Ich weiß, wer sie ist und weiß, mit ihr umzugehen. Also gut. Ich finde das so süß, wie naiv er ist. Der arme Graf. Er meint, sie zu kennen und glaubt, sie liebt ihn. Okay, wissen Sie zufällig, wie man Geister beschwört? Haben Sie eine Ahnung, wie man Geister beschwören kann? Warum sollte ich? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein herumheulendes Schlossgespenst, das meine jungen Gemahlinnen verängstigen könnte. Okay, was sagt er zum Tisch? Ich habe den... Ja. Ja, sehr schön. Aber es fehlt Essig. Danke, Herr Graf. Oh ja. Ich muss weiterarbeiten. Okay, er ist also zufrieden. Allerdings, für einen Igor bist du ziemlich geschwätzig. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, hier war die Kordel. Betrachte den Suchbefehl. Oh. Zum Glück hat sich die Schriftrolle wieder zusammengerollt. Sonst würde der Graf früher oder später bemerken, wer da neben dem Erbsmarkt... Ach so, das hatten wir schon. Hier ist die Weinflasche. Der Graf scheint ein... Das hatten wir auch schon. Wir können sie nicht mitnehmen. Können wir Wein in die Schale füllen? Nee. Auch nicht. Das hier mit Wein auffüllen ergibt keinen Sinn. Können wir ihm das Würstchen anbieten? Nein. Okay, so Räucherstäbchen. Betrachte den Tisch. Teller mit fast fertigem Salat. Betrachte... Oh, das Glas? Ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten. Und teuer. Aha. Ach, dann können wir das vielleicht noch hinstellen? Nein. Gut, eventuell können wir da Essig reinfüllen. Die Frage ist, wo bekommen wir Essig her? Ich denke hier definitiv nicht, oder? Ich meine, wir haben uns hier alles schon angeschaut. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also muss uns entweder der vermeintliche Alistair dabei helfen. Das geht natürlich nicht so. Ich probiere das mal kurz mit dem Würstchen, ihn anzulocken. Nein. Timmys Halstuch. Lies das Tagebuch. Dann gehe ich jetzt nochmal raus zu den Hühnern. Weil da können wir doch auch noch irgendwas machen. Aber anscheinend nicht mit dem Glas. Mit dem Würstchen eventuell? Nein, auch nicht. Wo bekommen wir Essig her? Ach nee, mit den Hühnern können wir gar nichts mehr machen. Weder die Zugbrücke noch das Fallgatter konnten Van Buren vor den Zauberern, Paladinen und Dorfbewohnern schützen, die ihn geholt haben. Vielleicht war er nicht mehr auf der Höhe seiner Macht. Ein Hexenmeister wie er sollte ein Schloss wie dieses ansonsten leicht verteidigen können. Okay. Ja gut, ich gehe dann doch nochmal zurück zum Lager. Vielleicht können die mir doch weiterhelfen. Esther? Ja? Kann ich noch ein Würstchen haben? Wofür ist das Würstchen? Weißt du, wie man einen Geist beschwören kann? Nein. Gulliver hat mal mit zwei Geistern in einer WG gewohnt. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, er hätte damals manchmal gerne gewusst, wie man Geister bannt. Schade. Okay, ich muss weiter. Bis später. Bis dann. So, mit Gulliver können wir aber nicht sprechen, ne? Schade. So, dann werde ich jetzt doch nochmal ins Dorf gehen. Denn eventuell weiß ja der Bürgermeister, wie man Geister beschwört. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo. Hallo. Jemand wie Sie kennt sich doch bestimmt mit Geisterbeschwörung aus. Was soll das heißen, jemand wie ich? Naja, ein Experte des Okkulten wie Sie? Oh, nun. Tatsächlich weiß ich nicht nur, wie man sich die Biester vom Hals halten kann.
Ich habe freilich nie versucht, einen Geist zu beschwören. Warum sollte man? Aber es ist im Prinzip ganz einfach. Du zeichnest mit Kreide einen Kreis auf den Boden und außerhalb des Kreises ein Dreieck. Ins Dreieck stellst du eine Schale Blut. Außerdem musst du Weihrauch entzünden. Nun musst du das Symbol des Geistes, den du beschwören möchtest, auf den Boden zeichnen und dabei eine geheime Beschwörungsformel aufsagen. Alter, gibt's nicht was Einfacheres? Die? Komm lieber her. Geister haben gute Ohren. Okay, und das ist alles? Das ist alles. Wie, das ist alles? Das reicht ja wohl. Was? Das müssen wir jetzt echt machen? Die Zeichnung auf dem Boden. Muss das Dreieck mit dem Kreis verbunden sein? Und muss es ein gleichschenkliges Dreieck sein oder irgendeins? Und was für eine Kantenlänge soll es haben? Egal, es geht hier um Geisterbeschwörung, nicht um Geometrie. Okay. Und muss es Kreide sein oder geht doch etwas anderes? Und wie dick müssen die Linien werden? Male mit irgendwas einen Kreis und irgendwo außerhalb ein beliebiges Dreieck auf den Boden. Das klingt alles nicht gerade nach präziser Wissenschaft. Haben Sie Kreide für mich? Verkaufen Sie Kreide? Würde ich, wenn ich noch welche hätte. Aber meine letzte Kreide ist für den Schutzkreis draufgegangen. Okay, wie ist es mit dem Blut? Ist die Schale mit dem Blut im Dreieck unbedingt nötig? Natürlich ist sie nötig. Das Blut repräsentiert die Welt der Lebenden, in die du den Geist zurückrufst. Erzmagier Alistair ist nicht tot. Kann ich das Blut dann einfach weglassen? Die okkulten Wissenschaften eignen sich nicht für Experimente. Ein Fehler und du stößt das Tor zur Hölle auf. Ich bin ein Gnom. Mit jeder unserer Erfindungen stehen wir kurz davor, das Tor zur Hölle aufzustoßen. Damit machen Sie mir keine Angst. Das Blut kommt in die Schale ins Dreieck. Keine Diskussion. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Wofür braucht man den Weihrauch? Für die Atmosphäre. Am besten führst du die Beschwörung irgendwo durch, wo es dunkel ist und wo es viele Kerzen gibt. Meinen Sie, die Geister interessiert all das? Es ist uraltes, überliefertes Wissen. Genauso wie die Tatsache, dass Geisterbeschwörungen am besten am Wochenende durchgeführt werden, wenn man schon ein paar Gläser getrunken hat. Ah, okay. Also schön. Atmosphäre ist wichtig. Okay, kann ich die Geisterbeschwörung hier durchführen? Wie wäre es, wenn ich die Geisterbeschwörung hier durchführe? Hier gibt es genug Kerzen und Sie könnten mir assistieren. Wir haben gerade erst einen Fluch hinter uns. Es war kein Fluch. Es war eure eigene Paranoia. Trotzdem, such dir einen anderen Ort. Ich könnte den Geist oben bei der Truhe beschwören. Da gibt es genug Platz und die Atmosphäre ist passend. Außerdem kann der Erzmagier die restlichen Siegel vielleicht ganz einfach mit einem Wink seines Zauberstabs öffnen. Ach, Wilbur, das glaubst doch nur du. Ich soll das Symbol des Geistes auf den Boden malen. Was ist das Symbol von Erzmagier Alistair? Keine Ahnung. Irgendein Symbol, das für ihn steht. Ein Familienwappen oder ein Siegel. Er hat ein Wappen. Seine Brosche ist damit verziert. Aber, ich weiß einfach nicht mehr, wie es aussieht. Okay, irgendwie klingt das mit der Geisterbeschwörung verdächtig einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Geister zu beschwören. Kommt natürlich auf den Geist an. Wenn du Suhl beschwören willst, brauchst du den Schlüsselmeister und den Torwächter. Für andere Geister brauchst du ein Töpferrad oder musst dreimal ihren Namen rufen. Aber wenn der Geist mit dir Kontakt aufnehmen will, ist es ganz einfach. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Na toll. Auf Wiedersehen. Suhl, ist das nicht aus WoW? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube ja. Aber das meinte der doch jetzt niemals ernst, oder? Das kann der doch jetzt nicht ernst meinen, dass wir wirklich den ganzen Quatsch hier machen müssen. Also ich meine, dafür brauchen wir dann tatsächlich Kreide? Und was? Das kann nicht sein Ernst sein. Van Buren deutet auf einen Schlüssel. Ja, das kennen wir ja schon. Ey, was?
Ich glaub das irgendwie nicht. Huch, nein, ich wollte nicht hinausgehen. Ich wollte mir nochmal den Spiegel anschauen. Sagt er vielleicht noch was anderes? Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören. Ich sollte es sofort versuchen. Ich glaub das nicht. Da müssen wir jetzt noch Kreide und voll viel Kram finden. Schweres Glas, das Öl geht nicht. Das geht nicht. Ist ja auch totaler Quatsch. Das Buch sowieso nicht. Das Würstchen nicht. Wir haben immer noch das alte Beil. Wir könnten irgendwo was abschlagen. Aber ich wüsste echt nicht, wo. Nach draußen können wir nicht. Sagt er noch irgendwas? Oh. Okay. Ey, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir hier jetzt schön den Tisch decken. Oh, da stand gerade neben ein Stück Kohle. Ja? Das kann natürlich als Kreide dienen. Nee, dann lass mal dein Würstchen. Bis später. Bis dann. Jo, da stand gerade, nimm ein Stück Kohle. Hier am Rand liegen Kohlestücke. Ob ich die als Kreideersatz für die Beschwörung nutzen kann? Ja, das müsste gehen. Malen kann man bestimmt damit. Zumindest sind meine Finger schon mal schwarz. Okay, das ist sehr gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzmagier Alistair Wert darauf legt, ob er mit weißer Kreide oder schwarzer Kohle beschworen wird. Ja, das ist ihm hoffentlich egal. So, wir haben also die Kohle, aber mehr Kram ist hier nicht, ne? Vielleicht müssen wir doch noch mal irgendwann in den Wald, um da Weihrauch zu bekommen. Aber ich würde jetzt erstmal gerne wissen, ob das einfach so funktioniert, wenn ich mich jetzt hier zu der Truhe stelle und dann die Kohle benutze. Male einen Kreis und ein Dreieck. Okay. Wow, der ist ja sogar richtig rund. Das ist der erste Schritt. Okay, so eine Schale mit... Ja, aber wir brauchen Blut. Es muss Blut in der Schale sein. Mir gefällt das nicht, aber ohne geht es wohl nicht. Ja, aber können wir da nicht einfach seine Weinflasche nehmen? Gut, Wilbo weiß natürlich nicht, dass es Blut ist, aber es ist ja Blut. Kann er das nicht einfach... Nee, schade. Blut. Wo bekommen wir Blut her? Und Weihrauch. Ah, Weihrauch, Räucherstäbchen. Das ist zwar kein Weihrauch, aber diese Räucherstäbchen sorgen auch für Atmosphäre. Yay, sehr schön. So, also tatsächlich noch Blut. Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Der Graf scheint... Kann er nicht irgendwie das Etikett lesen oder so? Dass ihm klar wird... Ja, nee, da steht ja Rotwein drauf, da wird ja kaum Blut draufstehen. Das war jetzt ein blöder Gedanke von mir. So, kann ich das Räucherstäbchen denn hier irgendwo schon mal platzieren? Geht das? Ich kann noch immer nicht ganz glauben, dass der Geruch wichtig für eine Geisterbeschwörung sein soll. Aber was soll's? Atmosphäre. Pure Atmosphäre. Ja, total. Ich mag Räucherstäbchen voll gern. Ich habe auch ganz oft welche an. Blut. Ich habe eine Idee. Wir schlachten die Küken. Dafür haben wir nämlich noch das Beil. Wir schlachten Küken und nehmen uns das Blut. Nein, anscheinend nicht. Geht nicht als... Moment mal eben. Also ich meine, die Wurst, ne? Das ist jetzt kein Blut, aber es funktioniert auch nicht. Bisschen Öl vielleicht? Nee. Nee, schade. Gut, Leute, ich glaube, ich werde mal eine Aufnahmepause machen. Morgen geht es dann weiter und ich hoffe, wir finden irgendwo Blut und natürlich Essig. Und dann geht es weiter mit der Geisterbeschwörung. Ja, auch Wilbo reibt sich schon die Äuglein. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.